Amateuraufnahmen eines Einwohners der Stadt Rialto im US-Bundesstaat Kalifornien. Viele Bürger mussten sich hier ganz schnell in Sicherheit bringen, weil eine Feuerwand auf ihre Häuser zuraste. Diese Bilder stehen für die schlimmste Brandkatastrophe in der Geschichte Kaliforniens. Viele der Brände im Bundesstaat konnten zwar eingedämmt werden, die Lage bleibt aber angespannt. Die Trockenheit und der teils starke Wind sorgen dafür, dass immer wieder neue Feuer entstehen können. Unterdessen steigt die Zahl der Todesopfer. Am Mittwoch wurden im Norden des US-Bundesstaates 8 weitere Leichen entdeckt. Damit kamen mindestens 56 Menschen in den Flammen um, die meisten von ihnen in dem fast vollkommen niedergebrannten Ort Paradise nördlich von San Francisco. Mehr als 100 Menschen werden noch vermisst. Die meisten von ihnen waren älter als 65 Jahre.